Je länger ich derzeit über Deutschland nachdenke, umso stärker habe ich das Gefühl, das Land entwickelt sich zu einer Art HSV. Also wahnsinnig viel Potenzial, aber extrem schlechtes Management und daher auf dem Weg in die Zweitklassigkeit, in der sich der Hamburger Sportverein, jener Fußballverein, der hier in Hamburg ganz groß eigentlich hätte sein können, sich schon länger befindet. Extrem viel Potenzial, extrem große Möglichkeiten eigentlich, aber ein so grottiges Management, dass man jetzt 3 Jahre schon in der Zweitklassigkeit verharrt, heute ein wichtiges Spiel hat und so ein bisschen dürfte es bald auch Deutschland gehen. Und ich will Ihnen zeigen, warum es bei Deutschland letztendlich so ist, dass wir absteigen. Natürlich ist Europa insgesamt eher auf dem absteigenden Ast, lasst uns da klar sein. Wir sind eine alternde Gesellschaft, wir haben 2 Jahrhunderte, wenn man so will, die Welt dominiert und jetzt werden vor allem die Asiaten uns ein Stück weit ablösen. Das ist eine relative Abstiegsgeschichte, aber derzeit tun wir vor allem in Deutschland relativ viel, aber auch in Europa relativ viel dafür, dass dieser Abstieg ziemlich schnell passiert. Schauen wir uns zunächst mal hier das an, was Daniel Eckert von der Welt sagt, von allen Ländern, in denen ein Corona-Vakzin entwickelt wurde, nämlich China, Russland, Deutschland, USA und Großbritannien, gibt keine Regierung gegenüber der eigenen Bevölkerung ein so erbärmliches Bild ab wie die deutsche. Paradebeispiel dafür, dass der Apparat Innovation nicht nutzt. Also man arbeitet konsequent teilweise an den Bedürfnissen vorbei, dieses ganze Impfstoffdebakel, und es ist ein solches, das zeigt ja der Vergleich mit anderen Ländern, der kostet richtig Wirtschaftskraft, das wird uns auf Jahre hinaus noch belasten und beschäftigen. Und da war eben vielleicht der erste Fehler, das Ganze der EU zu überlassen. Die sagte sich, wir sind groß, wir wollen Top-Einkaufskonditionen, und dann haben sich die Firmen gesagt, die diesen Impfstoff entwickeln und vertreiben, naja, die anderen zahlen mehr, dann kriegen die halt mehr, und jetzt plärren die Europäer und sagen, ihr habt uns doch versprochen, das und das zu liefern. Versprochen ist eigentlich gar nichts, da war keine genaue Anzahl in den Verträgen, sondern nur so viel wie möglich. Naja, so viel ist möglich, wenn man so wenig zahlt, und denken sich dann eben die Pharmafirmen, und so haben wir jetzt auf Deutsch gesagt, der Kacke am Dampfen, und ich will Ihnen gleich mal zeigen, warum das so ist, aber zunächst mal auf Daniel Stelter verweisen, jenen Ökonom, der kürzlich bei Lanz in der Sendung war und der hier von Staatsversagen gesprochen hat. Ich glaube, so hart muss man es formulieren. Die können es ja alle nicht, die ganze Truppe nicht. Und dann sagt Stelter weiter, ich frage mich, warum die Bürger das so hinnehmen. Leben wir alle nur noch von Rente und vom Staat oder was? Ja, wir haben natürlich jetzt in Corona-Zeiten eine massive Ausweitung der staatlichen Funktionen. Viel mehr Leute leben vom Staat, der Staatssektor wächst und wächst und wächst, und vor allem, worauf Stelter auch hinweist, ein immer größerer Teil der neuen Schulden dient nicht mehr dazu, weitere Nachfrage zu erzeugen, sondern die Illusion einer Bedienung der bestehenden Schulden aufrechte zu erhalten. Das ist das Problem, nicht Schulden, die die Produktivität erhöhen. Also da bringt Stelter was auf den Punkt, und hier geht es noch weiter mit dem Ökonom, weshalb wir uns einreden lassen, ein reiches Land zu sein, aber wir verteilen nur den Wohlstand und glauben nicht mehr daran, dass man Wohlstand auch wirklich erwirtschaften muss. Corona ist als Weckruf scheinbar nicht ausreichend gewesen, und wir stehen vor einer Periode der Vermögensvernichtung, so ist es, denn wir werden jetzt wahrscheinlich Inflation sehen, gleichzeitig können die Notenbanken die Zinsen nicht anheben, und das vernichtet faktisch die Sparvermögen noch mehr als der Nullzins oder sogar Negativzins, den wir seit einigen Jahren sehen. Und sowohl der Staat als auch die Menschen hier sind darauf relativ schlecht vorbereitet, und mein Kollege Claudio Kummerfeld hatte gestern ja nochmal in einem Artikel gezeigt, dass der Bundesrechnungshof bei dieser ganzen EZB-Politik, bei der ganzen Wiederaufbaufondspolitik der EU sagt, das ist faktisch die Vergemeinschaftung von Schulden, und das ist es. Darauf hat Daniel Stelter reagiert und gesagt, nicht überraschend, Schulden und Transferunion, das wird Deutschland überfordern. Den Leuten ist nicht klar, dass wir sozusagen faktisch jetzt in der Kreide stehen für die Schulden von Italienern etc. etc. Das wird also letztendlich unsere Kinder noch beschäftigen. Es wird aber in der Öffentlichkeit praktisch nicht kommuniziert, denn man sagt sich, ja, wir sind doch die Guten, wir haben zwar den Holocaust gemacht, ja, das ist ein bisschen schief gelaufen damals, aber dafür sind wir jetzt diejenigen, die die Musterknaben der Welt sind, und da binden wir uns dann eben auch die Probleme der anderen gerne ans Bein, denn wir sind gute Europäer. Und letztendlich ist den Leuten nicht klar, dass dieser Satz, wir sind gute Europäer, hier leider auch bedeutet, dass wir eine Transferunion bereits haben.
Wir bräuchten jetzt eigentlich dringend einen Politikwechsel, all dieweil ist es niemand zu sehen, der diesen Politikwechsel jetzt wirklich vollziehen wird. Wir haben ja hier in Deutschland jetzt Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Dann soll die Bundestagswahl in diesem Jahr stattfinden, wenn Corona es möglich macht. Aber das ist schon ein ziemliches Armutszeugnis. Und wir sehen hier mal den Unterschied zu den USA, was zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze betrifft. Wir sind ja nach wie vor im Lockdown mit unseren Geschäften, die Amerikaner nicht. Die Amerikaner impfen wie die Weltmeister, Israel etc., wir nicht. Hier sehen wir, dass das durchaus Konsequenzen eben für die Wirtschaft hat. In Deutschland und in der Eurozone gehen die Umsätze deutlich nach unten seit dem Sommer, in den USA deutlich nach oben. Und hier sehen wir das, was JP Morgan sagt, Europa hinkt hinterher, sowohl UK als auch die USA in Sachen Impfungen, da sind wir nach wie vor extrem schlecht und das ist wirklich eben etwas, was uns wirtschaftlich wahnsinnig viel Geld kosten wird. Wir wollten ein bisschen Geld sparen beim Einkauf und sehen jetzt jeder Tag, den wir hier verplempern mit der Lockdown, der kostet uns richtig Geld. Wir sehen hier auch zum Beispiel mal Google-Daten zur Mobilität der Menschen und da sehen wir, dass Europa an letzter Stelle steht, an erster Stelle steht Afrika, dann kommt Asia Pacific, wir ganz, ganz hinten, also wir sind derzeit am immobilsten, klar, wegen Lockdown, das ist eine echte und absolute Katastrophe. Und jetzt kommt noch diese Geschichte mit AstraZeneca, gestern ja Dänemark und anderen Ländern erstmal die Verimpfung mit AstraZeneca-Impfstoff gestoppt. Und das wäre für Deutschland natürlich eine Katastrophe, wenn das so ist, denn man verlässt sich jetzt sehr, sehr stark auf den Impfstoff von AstraZeneca. Das ist eine bedeutende Säule, die entscheidende Säule vielleicht sogar der deutschen Impfstrategie. Wenn das sich jetzt weiter verschlechtert, die Lage oder diese Vorwürfe, diese Verdachtsmomente sich bestätigen würden gegenüber AstraZeneca, dessen Impfstoff, dann wäre das eine weitere Katastrophe, die da auf uns zukommt. Und eine Katastrophe ist auch die EZB, die, wie ich gestern getitelt habe, Feuer mit Benzin löschen will, deswegen jetzt die Anleihekäufe nach oben fährt. Also man denkt sich jetzt, ja, wir müssen einfach die Liquidität erhöhen, müssen noch mehr Anleihen kaufen, wenn jetzt die Anleiherenditen steigen. Und so hat die EZB in Bekämpfung einer zu niedrigen Inflation hat sie 2,7 Billionen an Anleihen schon gekauft oder im Volumen von 2,7 Billionen und seit Corona 2,4 Billionen und wahrscheinlich kriegen wir dann eine ganz lustige Inflation und dann hat also die EZB 2,7 Billionen Geld gedruckt. Das hat dann letztendlich keine Inflation gebracht, sondern das Ende der Corona-Krise respektive oder das absehbare Ende der Corona-Krise respektive die immens gestiegene Geldmenge wird dafür sorgen. Aber trotz der Aussagen der EZB, die gestern die Renditen ein bisschen unter Druck gebracht hat, sehen wir heute Morgen, dass die Renditen wieder steigen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe 1,58%. The case for higher yields is really good. Also die Argumente für eine höhere Rendite sind einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr groß. Deswegen wird sich das on the long run durchsetzen. Wir sehen jetzt das drittschlechteste Jahr für US Treasuries, also für die US-Staatsanleihen. Seit 1973, wenn der Rendite steigt, meine Damen und Herren, dann fällt der Kurs und andersrum, das ist ja die Dialektik des Anleihemarktes, muss ich vielleicht nochmal ausführlich erklären, wobei ich das selber ja nicht verstehe. Ne? Also da gucken wir mal weiter und wir sehen hier die Amerikaner, denen geht es richtig gut. Die haben jetzt, wie Daten, die gerade veröffentlicht wurden, gezeigt, haben im vierten Quartal 6,9 Billionen an Vermögen hinzugewonnen. Gleichzeitig allerdings die Verschuldung der Haushalte um 6,5% gestiegen, größte Verschuldungsanstieg seit 13 Jahren, aber die Equities sind um 4,9 Billionen mehr wert geworden, also die Aktien und die Immobilien sind auch um fast eine Billion mehr wert geworden. Also die Amerikaner stehen gut da, jetzt kriegen die noch Schecks, die eigentlich nur ganz wenige brauchen, hier sehen wir das. Gut, die Hälfte der Amerikaner sagt, uns geht es gleich gut wie vor der Corona-Krise und ein kleiner Teil jetzt inzwischen sagt, es geht uns besser als vor der Corona-Krise. Also zumindest ist dieser Teil schon etwas größer als der Teil, der sagt, uns geht es schlechter als vor der Corona-Krise. Und gestern dann noch der Ausbruch des S&P 500 nach oben, wie es schien, neues Allzeithoch, auch beim Russell 2000, beim Dow Jones.
Nicht beim Nasdaq, wir sehen hier, da ist man hier ausgebrochen, hat ein neues Allzeithoch erreicht, aber bestehen aktuell wieder tiefer. Jetzt stellt sich die Frage, Doppeltop oder ist das nur ein kurzer Rücklauf und dann geht es weiter nach oben oder war das ein Fake-Ausbruch? Hier sehen wir, da gibt es zum Beispiel Fundstrat, Analysehaus in den USA, die sagen, also das ist dieser Ausbruch jetzt, den wir feiern. Wir sehen, dass jetzt der S&P noch bis 4.300 Punkte ohne Korrektur steigt, dass wir also nochmal, naja, knapp 10 Prozentchen könnte man sagen, das war ja nicht unerheblich. Heute, ja Freitag, da wird normal der Wix nach unten gedrückt. Das gehört zu den sportlichen Übungen in Richtung Wochenende. Aber wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, dann sehen wir sind zwar gestiegen, aber wir haben insgesamt gestern trotz des deutlichen Anstiegs wieder mehr Werte gesehen, die gefallen als gestiegen sind. Wir haben also einen relativ schlechten Breath, wie die Amerikaner sagen. Gestern Technology, wieder so ein bisschen eine Reminiszenz ans Jahr 2020. Technologie ist sehr stark vorne, Communication Services, Consumer Discretionary. Finanzwerte gestern nicht so schick, eben weil die Renditen nicht gestiegen sind. Heute tun sie es wieder. Wir sehen, dass vor allem die unprofitablen Tech-Unternehmen stark gestiegen sind. Hier unten sehen wir dann den Triple Q, das maßgebliche ETF. Und jetzt sind wir 7,4% da schon gestiegen seit letzten Freitag. Bräuchten noch knapp 6% für ein neues Allzeithoch. Und wer Charttechniker ist und gut meinend gegenüber dem Nasdaq ist, der könnte sagen, okay, vielleicht ist das jetzt bald eine umgedrehte Schulterkopf-Schulter-Formation, wenn wir hier da oben ranlaufen und dann da drüber steigen über diese untere gestrichelte Linie, die Sie hier sehen, dann könnte das so funktionieren. Und wir sehen jemand, der so ein bisschen sinnbildlich steht für dieses Investing in unprofitable Tech-Unternehmen, denn mehr als die Hälfte der Unternehmen, die Cathy Wood von mit ihren Fonds gekauft hat, ARK Investment Management, sind die Firmen, die unprofitabel im letzten Jahr waren. Cathy Wood ja auch Tesla und andere gekauft etc. Und wir sehen, dass jetzt aber die Bondmärkte uns signalisieren, wir werden eine überschießende Inflation haben und das ist ja für Tech wahrscheinlich nicht so richtig schick. Dementsprechend sind diese Positionen in Gefahr. Dementsprechend sehen wir heute zumindest jetzt am Anfang des Handels, dass durch den Anstieg der Renditen vor allem der Tech-Sektor wieder unter Druck steht. Nasdaq Future vorhin doch deutlich unter den Druck gekommen. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Sind wir auf dem Weg zum HSV? Es sieht ein bisschen so aus, zumal wir nicht sehen können, wo da ein besseres Management wäre. Man müsste jetzt mutige Schritte unternehmen, man müsste auch mal etwas tun, was vielleicht ein bisschen wehtut, so wie einst Schröder das gemacht hat. Das hat ihn die Wiederwahl gekostet, aber es hat dann etwas gebracht. Es hatte auch Nachteile hier mit diesen ganzen Hartz-IV-Reformen, aber es hat einen zumindest sehr verkrusteten Arbeitsmarkt ein bisschen flexibler gemacht. Manche haben davon eher nicht profitiert, für die war das negativ, aber es hat das Land insgesamt dynamischer gemacht. Und uns fehlt derzeit ein Stück weit die Dynamik, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Die anderen, die haben irgendwie manche Sachen besser drauf. Wir sind in dieser Wohlfühlatmosphäre und glauben, wir könnten alles jetzt durch den Staat lösen, der also diese Wohltaten ausschüttet. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Das Unternehmertum in Deutschland hat durch die Corona-Krise einen schweren Schlag erlitten, das vor allem kleinere Unternehmertum, und das wäre eigentlich die Voraussetzung für diese Dynamik, die wir eigentlich bräuchten, nämlich Gründungen, Risiko eingehen. Deutschland ist ja eine Kultur der Risikovermeidung, all diese Dinge, die müssten sich jetzt mal ändern. Ob es so kommt, unwahrscheinlich. In der zweiten Liga kann man auch Fußball spielen, denkt sich der HSV, und wird auch dieses Jahr vielleicht wieder Vierter. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen guten Start in den Tag und sage Servus und Ciao.